Hallo und herzlich willkommen bei Next Games LP. Wir spielen heute Alien Isolation Ripley's Edition Part 1. Viel Spaß und los geht's. Sega präsentiert 20th Century Fox. Letzte Meldung vom interplanetaren Aggressiver Raumfrachter Sembel Nostromo. geben. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder: Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley, die einzige Überlebende der Nostromo. Alien Ende der Isolation. Durchsage. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrens macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. So, nochmal ein herzliches Willkommen bei Alien Isolation Next Games LP. Wo war das jetzt? War hier. Ja, anmelden. So, jetzt kann ich durch die Tür gehen. Jetzt geh ich da rein. So, erstmal anziehen angesagt. Da.
So, ich bin umgezogen. So, warte mal, was gibt's hier? Auf Terminal zugreifen. Okay, okay. Ich warte einen Moment, also könnt ihr das dann in Ruhe durchlesen? Ne, das war's schon. So. So, hier mache ich mal kurz einmal safen. Ja, natürlich. So. Also duschen möchte ich jetzt nicht. So, und geht's weiter. Was ist dadurch? Dahin, ja. Was muss ich jetzt machen? Okay, ich muss dahin, stimmt ja. Stimmt, ich muss dahin. So. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. So, jetzt muss ich mit Dings reden. Ja. Okay, das ist gesperrt. Warte mal, was liegt da? Liegt da irgendwas Interessantes? Gucken, was ich brauchen könnte? Nee. Jetzt gehe ich da durch. Okay. Ah, okay. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Privat? Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Passagierliste von... Das war unsensibel. Von der Torres. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Jetzt muss ich schon wieder zu Samuels. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Ah toll, ich krieg keinen Empfang rein. So, jetzt folge ich der mal. Hier, was hier? Okay. So, jetzt bin ich auf der Brücke. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Natürlich, das ist ein Standardspruch. Packen Sie es an.
Stolpern fast jedes Game. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Danke. Sehr nett von dir. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Sehr schön. Wir sind an Bord. Umziehen. So. Ah, cool. So. Ich bin jetzt hier. Jetzt gehe ich da rein. Ja, sehr interessant. Spiel speichern natürlich. Muss sein. Ja, natürlich.
fertig. Hier ist nochmal Schrott. Ja. So nochmal da schauen, so nochmal da schauen nach Schrott. Okay, da ist kein Schrott. Hier ist auch kein. Doch. Oh. Terminal zu greifen, gucken. Nix, nix. Nix. Nix zu finden. Hier Schrott, hier gibt's keinen Schrott. Komm ich da durch? Nee, da komme ich nicht durch. Jetzt muss ich hier rüber. Oh, scheiße. Na, Schiete. Wo bin ich jetzt gelandet? Und, ach so, jetzt bin ich auf dem Förderband gelandet. Verflucht nochmal. Ah, toll. Leuchtfackel. Leuchtfackel ist sehr interessant. Braucht man. Okay. Jetzt weiß ich nicht, nee, so gehe ich nicht zurück. Also da komme ich nicht hin. Ich müsste da hinkommen, ja, verstehe ich jetzt nicht. Jetzt bin ich hier nur wegen Leuchtfackeln näher gekommen, oder wie? Ja, anscheinend. Ah, scheiße. Falscher Knopf gedrückt. Ah, ne, doch nicht. Bisschen schneller bitte, danke. So, hier ist noch irgendwas. So, nach oben. Auf, hoch, hoch. Bindemittel. Bindemittel ist immer gut. Kann ich jetzt Musiker machen? Nee, geht nicht. Was hier? Schrott.
Also hier ist nichts mehr. Oder doch? Nein, jetzt gehe ich weiter. Oh. Hallo? Ist da Hallo? Wer? Mann, hier ist keiner zu finden. Da komme ich nicht durch. Ob ich ein paar Infos bekomme, was hier passiert ist. Audio. Ah. Wirklich nicht nützlich. Ach hier. Mal Saving. Ja, machen wir. Runter. Okay, da kann ich nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Der Zugangscode gibt's da, glaube ich jetzt mal. Nur 340. Der Zugangscode für diesen Raum ist 0340. Gesammelt. Nee, ich will da jetzt nichts aktivieren. Sensor. Legende, Bindemittel, wie das war's, mehr auch nicht. Nein, wollte ich jetzt gerade gar nicht, aber gut, das schmeiß ich jetzt einfach da hin. Gibt's hier noch irgendwas? L1 bauen. So. Es kommt dahin, es kommt dahin, es kommt dahin. Basteln. Gebaut. So, danke.
komme ich trotzdem nicht rein. Na toll, die Geräte kann ich jetzt nicht anmachen. Keine Ahnung. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Stellen Sie den Strom. Habe ich das nicht angemacht? Ja, eigentlich habe ich es angemacht.